Eine chronische Urtikaria ist heute für alle Patienten gut behandelbar. Wir gehen nach einem Muster vor, bei dem zuerst mit einem Antihistaminikum behandelt wird, um Histamin als Auslöser der Quaddeln und Angioödeme zu blockieren. Diese Antihistaminika sind Tabletten, die täglich eingenommen werden. Und wo das nicht funktioniert, da gehen wir in der Dosis hoch, bis zur vierfachen empfohlenen Tagesdosis. Nun gibt es Patienten, die selbst bei 4 Antihistaminika-Tabletten am Tag noch Beschwerden haben. Für diese Patienten kommt Omalizumab zum Einsatz, eine subkutan unter die Haut gespritzte Therapie, die IgE neutralisiert und somit dazu führt, dass sich die Entzündung, die in der Haut besteht, beruhigt wird. Auch für Patienten, die auf diese dritte Stufe nicht reagieren, gibt es Therapiemöglichkeiten, sodass heute jeder Patient mit einer chronischen Urtikaria gut behandelbar ist.